Wenn du dich schon mal gefragt hast, welche Auswirkungen Schlaf auf dein Ekzem haben kann, bist du hier genau richtig. Schlaf ist wichtig für alle Systeme des Körpers und deren Funktion, einschließlich eben der Haut und unseres Immunsystems. Tagsüber sind unsere Hautzellen im Verteidigungsmodus und arbeiten daran, sich vor Schäden, Reizstoffen, Allergenen zu schützen. Wenn du schläfst, schalten Geist und Körper in einen aktiven Regenerationsmodus. Das heißt, die Schäden des Tages werden repariert und die Produktion von schützenden und erneuernden Substanzen wird angekurbelt. Während des Schlafs führt dein Körper den Organen und Geweben Wasser zu, die eben aufgefüllt werden müssen. Während an anderen Stellen, wo Flüssigkeiten überschüssig sind, die eben weggenommen werden, werden aus den Bereichen entfernt. Schlafmangel kann zu einem erhöhten Spiegel von Entzündungs- und Stresshormonen führen, zum Beispiel das Cortisol, die dann dein Immunsystem destabilisieren und Hautprobleme wie zum Beispiel Ekzeme verschlimmern können. Es wird empfohlen, dass die meisten Erwachsenen so 7 bis 9 Stunden pro Nacht schlafen sollten. Bei Kindern ist es sogar noch mehr. Hierfür gibt es für jedes Alter festgelegte Zahlen. Wenn sich deine Stundenzahl an Schlaf in den letzten Nächten immer weiter nach hinten verschoben hat, damit kürzer wurde, versuch sie doch mal im Lauf von so 1-2 Wochen in so 15 Minuten Schritten nach vorne zu verschieben. Also wenn du um 0 Uhr ins Bett gehst, 23.45 Uhr und so weiter. Damit du eben so im Laufe der Zeit in diesen 1-2 Wochen zumindest ein Minimum von 7 Stunden Schlaf hinbekommst. Außerdem ganz wichtig, dein Schlafzimmer sollte ein technikfreier Raum sein. Das Blinken von technischen Geräten und insbesondere auch das Blaulicht von unseren Handys stören unser Einschlafen. Kauf dir lieber einen ganz einfachen Wecker und leg dein Handy in ein anderes Zimmer.